Einmal Glückwunsch. Ja, dann möchte ich Sie willkommen heißen zur wöchentlichen Pressekonferenz der Krefeld Pinguine vor dem Derby gegen Düsseldorf und dem Spiel gegen Wolfsburg. Vorab, wir haben bisher 4.600 Karten für morgen verkauft. Darunter sind leider auch nur 300 Düsseldorfer. Es wird morgen und gegen Köln so sein, dass die Dauerkartenfans bereits um 17.45 Uhr, also eine Viertelstunde früher, in die Halle kommen. Wir werden außerdem nach dem Warm-up gegen 19.05 Uhr Tim Linde auf dem Eis haben. Der wird das Lied Krefeld, das sind wir, singen und so hoffentlich alle auf ein schönes Spiel einstimmen. Die SWK ist Spieltagssponsor und wir haben ein neues Shirt im Fanshop, aber das kriegen Sie alles gleich nochmal auch als Dokument. Franz, das Spiel gegen Mannheim ist höher ausgefallen, also vom Ergebnis, als das Spiel letztendlich war. Und wie sieht es aus in der Kabine? Wer kommt zurück, wer spielt nicht? Ja, wie du sagst, nochmal kurz aufs Spiel gegen Mannheim einzugehen, denke ich, da haben wir eine gute Leistung geboten. Die vor allem hatten viele Emotionen im Spiel, sind gut in die Zweikämpfe gekommen, haben alles rausgehauen, was wir drin hatten. Mannheim war dann am Ende des Tages stärker als wir, muss man zugeben. Hat dann nicht ganz gereicht. Aber ich denke, wenn wir mit so einer Einstellung ins Spiel gehen, dann darauf kann man wirklich aufbauen. Ja. Dann in der Kabine, wir hatten ja die Woche auf Rückkehr von Omicevic gehofft und sieht auch so aus, dass es klappt. Er hat die ganze Woche mittrainiert, auch voll mittrainiert. Und ja, das war schon mal sehr positiv. Dann Kretschmann wird weiter ausfallen. Seine Rückkehr ist noch nicht in Sicht. Und sonst haben wir noch Supis als Dauerverletzten. Und ansonsten sind wir weitestgehend komplett. Hast du schon mal mit Christoph Kreuzer gesprochen? Oder geht ihr das Derby wie jedes andere Spiel an? Ja, jetzt haben wir die Woche nicht miteinander gesprochen, sonst ab und zu mal. Man kennt sich, man unterstützt sich. Wirklich immer positiv. Bei aller Rivalität ist immer ein guter Austausch, immer ertragreich. Aber natürlich jetzt in der Woche des Derbys war kein Austausch da. Ja, wie schätzt du die Idee momentan ein? Du hast ja wahrscheinlich die Spiele jetzt gesehen zuletzt auf Video. Ja, sie sind auch angeschlagen, würde ich sagen. Also hatten auch ihre Probleme, auch mit Toreschießen. Mit dem letzten Spiel gegen Berlin hatten sie auch, muss ich sagen, ziemlich viel Pech, unglückliche Tore gekriegt und dann vorne auch nichts reingebracht. Sie sind, denke ich, auch in keiner einfachen Situation. Aber wie wir immer sagen, morgen ist Derby. Morgen zählt die Tabelle eigentlich nicht so viel. Morgen geht es viel über Emotionen, viel über Kampf, über Stolz, über Leidenschaft, das ist deswegen auch, wenn beide Mannschaften derzeit nicht so gut stehen in der Tabelle, werden beide Mannschaften, gehe ich davon aus, sehr heiß sein. Ja, die selber haben gesagt, die haben so viele leichte Fehler gemacht. Ist das parallel jetzt zu euch oder liegt das auch an den Qualität der Spieler? Ich denke eigentlich, dass Düsseldorf eine gute Mannschaft hat, also von zumindest kann es aus der Ferne ist immer schwer zu beurteilen, ich gucke natürlich Spiele von denen, aber was dann genau in ihrem Rhythmus schiefläuft, ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel und ist natürlich immer, wenn du selber keine Tore schießt und welche reinkriegst, dann geht es immer hauptsächlich um die Fehler, die du selber machst. Ja, wenn ich sehe, glaube ich, dass Düsseldorf drei oder vier Mal an der Latte geschossen. Ja. Wenn der reingeht, reden wir wahrscheinlich über die Fehler von Berlin. Na, also, aber Tatsache ist natürlich, dass sie, was ich abschließend über Düsseldorf sage, dass sie derzeit nicht so spielen, wie angedacht war, na, oder was sie sich wahrscheinlich erwartet haben. Mhm. Aber es wird jetzt ein anderes Spiel als gegen Mannheim, weil Mannheim dann doch mehr vom Spielerisch drauf gekommen ist. Düsseldorf werden ja wahrscheinlich auch sehr kompakt stehen. Ist das dann etwas schwieriger jetzt, sagen wir mal, so zu spielen wie gegen Mannheim?
Ja, von der Grundbasis ist ja jedes Spiel gleich, dass du in Zweikampf kommen musst und dass wir aggressiv sein wollen, dass wir Checks zu Ende fahren wollen. Wie wir gegen Mannheim gesehen haben, wenn wir ein paar Chancen, die wir selber kreiert haben, haben wir auch darüber gekommen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der Daniel mit aller Macht den Check zu Ende fährt vorne, die Scheibe geht zur anderen Seite, Mike Miskowski fährt den Check zu Ende, Klubertanz fährt den Check zu Ende und dann kommt die Scheibe zu uns und dadurch entsteht eine Scoring-Chance oder eine Torschance für uns. Und das sind eben so Basispunkte, die gehen gegen jeden Gegner. Ja. Weil der Unterschied wird sein, dass natürlich Mannheim ist natürlich sehr spielfreudig und sehr, was heißt spielfreudig, sehr eigentlich in ihr, sehr stark, genau. Es ist eine sehr starke Mannschaft, vier kompakte Reihen, die alle top sind. Die kommen natürlich mit viel Power. Wobei wir sehen haben, was sie im ersten Drittel gegen uns jetzt auch nicht so viel hatten. Da konnten wir sie gut weghalten. Und gegen Düsseldorf wird's eine. Düsseldorf halte ich für nicht so stark mit Mannheim. Ja, deswegen, nichtsdestotrotz müssen wir durch vollende Zweikämpfe rein. Und wie gesagt, morgen ist Derby. Da sind die Emotionen immer im Vordergrund. Ja, und Emotionen gehen auch über Checks, über geblockte Schüsse, über Aktionen gemeinsam, über Aufräumen vor unserem Tor und so weiter und so fort. Über immer kleine Nicklichkeiten auch. Davon ist meistens Derby geprägt. Ja, jetzt hat sie gestern im Training ja die erste Reihe wieder Verein gemacht. Bleibt das auch so lang? Ja, sie spielen wieder zusammen. Und die anderen Reihen so wie die gestern gespielt haben? Ja, wenn wir so komplett bleiben, dann wenn alles und klar ist. Miskowski spielt dann mit Vasilis und Kosio? Miskowski? Miskowski? Also aber nicht Kuckuck. Ja. Du warst so da jetzt. Ich war's. Ja, ich fand einfach mal Miskowski hat mit Szymanski und Little gespielt. Ja, aber nicht so was schon. Weil Miskowski und Szymanski haben ein letztes Spiel auch zusammengespielt. Also hat da gut funktioniert. Der andere war Kosiol, Orndorz, was sie das. Aber du hast so oft unterbrochen, jetzt war es schwierig. Jetzt hältst du raus Klassenarbeit. Ja, der war das Ausrede jetzt. Zweimal falsch getippt. Ja. Wird der Orndorz morgen spielen? Ja. Also früher war es einfacher, weil du trainierst ja nicht mit dem roten Leibchen. Also verschiedene Trikots noch. Also, also vier verschiedene Farben meinst du? Nicht der. Ja. War früher einfacher zu erkennen. Weil der Trainer halt auch für den Trainer auch einfacher war. Früher. Früher war alles einfacher. Bei den verschiedenen Farben. Überzahl durch Mitchell wird wieder verändert, klar. Ja, der Dragan kehrt dann in seine Position zurück. Torwart, wenn was Torwart Treutler wenn Torwart. Treutler Torwart. Man geht das Spiel ja dann im Kopf auch schon mal durch, beziehungsweise nach den Merkmalen Emotion klar, aber wo sind die Knackpunkte, also worüber wird es entschieden? Glaubst du, aufgrund der Qualität oder der Merkmale auch der Düsseldorfer? Also in der Defensive entschieden oder in der Offensive, mal eben so. Defensive ist immer Basis. Also ich sage, also, dass wir hinten natürlich sicher stehen müssen und stabil gerade vor unserem eigenen Tor auch die Rebounds wegräumen müssen, wo wir in letzter Zeit durchaus Probleme hatten, dass wir oft am Mann standen, aber dann den Mann doch nicht hatten, wie wir auch beim vierten Tor gegen Mannheim gesehen haben, wo ja eigentlich der Mann von uns daneben steht oder auch bei anderen Toren. Da müssen wir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Basis, da darf nichts anbrennen. Aber natürlich haben wir die Woche auch noch mal ein bisschen
alle Schrauben angedreht und oder die Schrauben, die möglich waren zu drehen, nochmal gedreht. Und wir wollen natürlich Düsseldorf auch vorne früh stören, ja, und dann unsererseits in unsere offensive Stärke kommen. Und dann ist es natürlich, muss man die Scheibe zum Tor bringen und viele Schüsse abgeben. Aber natürlich wichtig ist, dass sie dann auch mal reingehen. Ja. Aber Defensive, sage ich, ist immer Basis. Ja, wenn du hinten sicher stehst und nichts anbrennt, dann hast du es vorne immer leichter, weil das ist ein Merkmal für unsere Mannschaft ist schon, dass wir zumindest immer zu Torchancen kommen. Also das ist nicht so das Problem. Letzte Zeit war einfach das Problem, dass wir sie nicht reingemacht haben. Ja. Es ist auch häufig ein Problem gewesen, dass im Angriffsdrittel Überzahl oder 5 gegen 5 ist egal, dass bei uns zu lange gezögert wird, zu lange gewartet wird, ehe der Puck zum Tor gebracht wird, sodass der entsprechende Verteidiger Zeit hat, sich noch in Position zu bringen oder der Torwart Zeit hat, auf die bedrohte Seite rüber zu rutschen. Habt ihr da irgendwie was Besonderes getan oder ist das ein Schwerpunkt in deiner Arbeit? Ja, sicher, weil trainiert ja immer alle drei Zonen. Na, und ist es, denke ich, besser geworden, dass wir eben, das gehört auch ein bisschen zum einfachen Spiel dazu, wie ich gesagt habe, wir müssen mehr Checks fahren, wir müssen einfach wieder mehr an der Ball sein und das heißt aber, wir müssen mehr Scheiben zum Tor kriegen, ja, und auch schneller dann und nicht so viel schön spielen, sondern eben auch den einfachen Weg, also zum Tor finden. Und das war, denke ich, auch besser die letzten Spiele, wir hatten jetzt, außer gegen Mannheim natürlich jetzt nicht, aber gegen in Bremerhaven und auch in Iserlohn hatten wir deutlich mehr Schüsse als der Gegner. Ja. Nur natürlich ist auch wichtig, wenn du aufs Tor schießt, dass einer vor dem Torwart vom Gegner hinkommt, dass wir das sind alles so dahin gehen, wo es weh tut. Zum Beispiel auch schießen kannst du viel, aber wenn der Torwart freie Sicht hat, ist es schwer. Ist schwer. Ja, und klar, der Abschluss muss schnell gesucht werden, aber es muss natürlich auch dahin gegangen werden, wo es weh tut, zu den Rebounds, zum Screen vor dem gegnerischen Torwart. Ja, einfach einfaches Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ja, und eben die nötige Aggressivität, nicht nur im Zweikampf, sondern auch im Kampf um die Scheibe, um eben dann eben den Rebound mal auf unseren Schläger zu kriegen und dass wir den halt reinhauen. Wir Wie wichtig ist jetzt für euch, das erste Tor zu schießen? Im Kopf? Ja, grundsätzlich ist immer, denke ich, ist für uns klar wichtig, weil das ja so ein bisschen eine Wenn du gut anfängst und Möglichkeiten hast und dann aufs Tor schießt, das befreit natürlich ein bisschen. Ja, das hilft natürlich. Gegen Mannheim war es jetzt so, war sogar zweimal das erste Tor. Ja. Nee, da haben wir sogar zwei Tore eigentlich geschossen am Anfang. Das war positiv und man hat auch gemerkt, dass es den Spielern gut tut. Ja, und klar, wir wollen voll aus der Kabine kommen morgen. Natürlich nicht übermütig sein, dass wir nicht ein paar Konter reinlaufen. Weil da, denke ich, ist Düsseldorf auch gefährlich. Das ist, wie man eigentlich hier das Heimspiel gesehen hat, als wir nach Verlängerung verloren haben, da hatten sie eigentlich fast nichts nach vorne, nur ein paar wenige Chancen und die waren alle drin. Und wie gesagt, also wir wollen voll aus der Kabine kommen, mit Schwung, wir wollen direkt unser Publikum natürlich mitnehmen und da gehört es dazu, dass wir Checks fahren, dass wir Schüsse blocken, aber dass wir natürlich auch vorne Richtung gegnerisches Tor kommen und da Feuer machen und natürlich effektiver sind als zuletzt. Du hast vorhin nochmal das erste Tor gegen Mannheim angesprochen. Ich meine, die Fernsehbilder zeigen ja ganz klar, dass die Scheibe über der Linie war. Das kann man die nächsten 20 Jahre, solange wir das im Internet so sehen, das kann man das überprüfen. Gibt es da eigentlich nichts, was der Verein tun kann? Die beiden Schiedsrichter haben mir nach dem Spiel erklärt, dass sie nicht drin waren. Aufgrund welcher Daten? Ja, ich meine, die haben gesagt, dass der Blickwinkel
so die Kamera das verzerren kann. Wenn die Schatten auf weiß liegt, dann ist halt weiß im Krieg. Ja, kann die verzerren, aber weiß ist weiß und schwarz ist schwarz. Das ist die Linie, das ist weiß und dann kommt schwarz. Ja, dann soll er aber sagen, bitte kann verzerren. Hat das der DGB oder die DEL kein Schiedsgericht oder sowas? Nein, kannst dich nicht beschweren. Aber es bringt ja Beschwerden. Es ist ja, man sollte es erst vorsichtig sagen, heutzutage, was man sagt. Eher in die Richtung. Ich kann nur sagen, der Schiedsrichter hat mir erklärt, er war nicht drin. Ja, ich meine, damit wird der Videobeweis ja auf den Kopf gestellt. Ne? Entweder man hat einen Videobeweis, man befragt den Videobeweis oder. Naja, gut, okay. Ich habe das ja in einem Artikel so geschrieben. Angeblich hieß der Herr Gerstenberger die Artikel. Bin ich mal gespannt. Gibt es weitere Fragen? Wie ist die Wolfsburg geplant? Werden wir am Spieltag wieder anreisen. Am Spieltag? Ja. Spiel 16:30. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Ich freue mich auf das Derby morgen. Und sage Tschüss.